Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Blazing Beaks. Und als hätten es die Macher irgendwie mitbekommen, dass ich mich im letzten Part beschwert hatte, dass kein neues Update rauskam, kam jetzt tatsächlich am 8. Mai einfach die Version 1.2 raus, weil das Spiel wohl jetzt ein Jahr alt geworden ist und da haben die alle möglichen neuen Sachen reingetan. Zum Beispiel gibt es jetzt 10 neue Waffen zu finden, 5 neue aktive Fähigkeiten, ein neues Artefakt gibt es auch noch. Und die möchte ich heute mehr oder weniger zumindest ein paar davon finden. Und wir können ja einfach mal reingucken in diese Statistik hier. Weil da steht immer bei, ich glaube, ich war noch niemals in diesem Wikipedia-Ding hier drin, wie man die Waffen und sowas bekommt. Hier zum Beispiel, kaufe oder sammle 100 Waffen. Da kriegt man ein Fragezeichen. Hier sind auch noch einige Sachen, die ich noch nie aufgesammelt habe, warum auch immer. Oder wird von Münzi besiegt und bliblablub. Und da gibt es halt ganz viele komische Sachen. Unter anderem halt auch 5 neue Fähigkeiten. Da möchte ich auf jeden Fall mindestens eine bekommen. Na, guck mal, da gibt es auch was mit Koop. Müsste ich vielleicht mal Koop spielen. Habe ich mir auf jeden Fall schon alle rausgeschrieben, was ich da machen muss. Deswegen werden wir heute aber auch keine Challenge machen, sondern einfach einen normalen One machen. Und trotzdem wieder als Pinguin, weil der Pinguin ist einfach der süßeste. Pingu, Pingu! Apropos Koop, Leute. Ich bin schon im Gespräch mit dem Dark Hunter, falls den jemand kennt. Der macht ganz viel Bloons und sowas auch. Und der hatte einen angespielt gemacht zu Blazing Beaks und fand das, glaube ich, ganz witzig. Und da habe ich ihn dann mal gefragt, ob wir das nicht vielleicht beim Koop spielen sollten. Tödliche Pflanze. Erhöht die Anzahl der Säurepfützen. Oh no. Und er war, glaube ich, nicht abgetan. Von dem her könnte sein, dass die nächsten Tage dann nochmal ein Koop mit dem Darky kommt. Ich hoffe, das funktioniert besser als mit dem Jay. Mit dem habe ich das auch schon mal ausprobiert. Die Folge kam allerdings nie, weil sich der Jay wirklich doof angestellt hatte. Muss man einfach so sagen. Aber ja, das ist irgendwie in Planung. Und ich versuche jetzt mal auf alles Mögliche zu achten, was ich hier machen kann. Eine Sache, die wir auf jeden Fall machen können, ist auf dem Friedhof keinen Schaden zu bekommen. Das sollte machbar sein. Ich glaube, dafür kriegt man schon eine Fähigkeit. Oder zum Beispiel gibt es auch eine, etwas freizuschalten, dass man bis zum Verlies oder sowas der Krähe keine Artefakte geben soll. Das werde ich aber wahrscheinlich nicht hinbekommen, weil ich habe jetzt hier schon was mitgenommen, was meine Angriffsgeschwindigkeit stark verringert. Und ich habe schon irgendwas gelesen, dass man anscheinend Artefakte irgendwo kaufen kann. Mal gucken, ob wir das auch noch irgendwie finden. Ob das jetzt eine neue Funktion oder sowas in dem Spiel ist. Aber egal, erstmal alles mitnehmen. Und vielleicht auch mal Waffen kaufen, die ich bisher noch nie hatte. Wie zum Beispiel, ich hatte die alle schon. Die Laserkanone ist kacke, die sind alle doof. Ja, alles doof, ich will das nicht. Tschüss. Aber es gibt auf jeden Fall so eine Fähigkeit, da stand jetzt im Deutschen, vielleicht ist das aber auch nur scheiße übersetzt, das kann natürlich auch sein, aber da stand wirklich übersetzt, kaufe mindestens 2 zufällige Artefakte in einem Kauf. Und what the fuck, wo kann man denn bitte Artefakte kaufen? Ich habe noch nie in diesem Spiel gesehen, dass man Artefakte kaufen konnte. Und ich bin gerade mega happy, dass ich jetzt nicht sofort tot bin. Dass ich nicht diese komische, oh Gott, Challenge wieder drin habe, wie beim letzten Mal. Weil die war wirklich sehr, sehr schlimm. Und wo wir gleich schon beim Newt sind, da gibt es auch eine mehr oder weniger Challenge. Und zwar soll er, wenn ich es richtig im Kopf habe, 5 oder vielleicht 10, ich bin mir nicht so ganz sicher, aber seine kleinen Blobbys da töten. Oder Zitz, ich glaube, die heißen Zitz im Deutsch, nee, im Englischen, ne? Diese kleinen grünen Dinger, die wir hier auch die ganze Zeit wegballern. Ich glaube, das sind Zitz. Und davon soll er 5 oder 10 irgendwie sowas mit seiner Zunge kaputt machen. Wird schwierig, weil der Newt wurde ja leider verändert, dass er häufiger den Pfahl trifft. Aber es ist bestimmt trotzdem möglich. Hallo Newt, hab gerade nochmal nachgeguckt, es sind 10. Er muss 10 Leute töten. Okay Newt, let's go. Okay, warte, dann mach einfach mal deine Zunge irgendwo hin. Solange man in Bewegung ist, passiert ja auch nichts. Okay, jetzt hat er ein paar Zits produziert. Jetzt müssen wir nur irgendwie schaffen, dass er da mit seiner Zunge gegengenuddelt. Da, vernichte sie. Nein, nicht mich. Deine Dinger sollst du vernichten. Oh Gott, das kann richtig schwer werden, das zu machen. Wie? Wie soll ich das schaffen? Au. Au, au. Da hat er gleich mehrere vernichtet. Sehr gut, Newt. Du bist der Allerbeste. Vor allem, man kriegt ja auch andauernd Leben dazu. Sehe ich gerade durch diese Zitzen. Oh, glaubt ihr, man kriegt Leben dazu, wenn er die mit der Zunge kaputt macht? Hä, ich war nicht mal in der Nähe von diesem Flug. Was ist denn mit dir los? Mach gefälligst seine Leute hier kaputt. So, okay. Ich stehe jetzt hier unten. Da, triff die. Nein, du sollst die Dinger hier treffen. Mist. Okay, das kann bis jetzt dauern. Ich werde vorspulen. Da müsste ja rein theopraktisch irgendwann eine Errungenschaft einfach erscheinen, oder? Wenn ich das geschafft habe. Wehe, wenn nicht. Ich habe jetzt auch nicht mitgezählt, wie viele ich schon fertig gemacht habe und wer es nicht. Achso, wichtig ist vielleicht noch, er muss sie wirklich mit der Zunge töten. Das heißt, es langt nicht, wenn ihr die Zitzen hier über die Stacheln rüberleitet und dass sie dann daran sterben. Das langt nicht. Wow. Oh, ich habe es aber geschafft. Stacheldraht. Yay.
Okay, es kommt keine Errungenschaft, wenn man es geschafft hat. Ich habe mich jetzt am Ende ein bisschen dumm angestellt. Okay, Stacheldraht. Ja. Gegner verursachen doppelten Schaden. Wirkt ab nächsten Level. Geil. Einfach ein Artefakt, das uns doppelten Schaden macht. Super, das hat sich doch gelohnt, das freizuschalten. Na gut, wollen wir dann jetzt einfach mal versuchen, bis zum Verlies der Krähe keine Artefakte zu geben? Denn dafür gibt es eine Fähigkeit und die neuen Fähigkeiten würden mich jetzt schon mal interessieren. Ich werde aber wahrscheinlich, ich werde alle Artefakte mitnehmen, weil, naja, nicht, vielleicht nicht alle, aber ein paar, die mir gefallen. Ich werde einfach normal spielen, aber halt bis zum Verlies. Oh, was war das jetzt? Ich konnte irgendwas nicht mehr aufsammeln. Was war das? Keine Fähigkeiten, ja, okay, das ist in Ordnung. Solange ich trotzdem noch Artefakte mitnehmen darf, ist alles cool. Weil Artefakte machen einen natürlich erstmal ein bisschen schwächer, ist schon klar. Aber die machen einen, nachdem sie einen schwächer gemacht haben, in diesem Fall dann ab dem Verlies, aber auch exponentiell stark. Also ich glaube, ganz ohne Artefakte ist dieses Spiel wirklich richtig, richtig schwer, wenn man da gar nichts mitnimmt. Die Sache ist leider, ich weiß überhaupt gar nicht, wann das Verlies kommt. Wahrscheinlich nach dem Friedhof. Der Friedhof ist, glaube ich, nach Newt, also nach der ersten Kröte da, nach dem ersten Boss. Aber ganz sicher bin ich mir da nicht. Ich verliere schon wieder ganz schön viele Leben. Klont alle aktiven Gegner, das ist mir sowas von egal. Jo, ansonsten war ja auch Muttertag, ne? Leute, hattet ihr einen schönen Muttertag? Was habt ihr gemacht? Habt ihr eurer Mutter irgendwas geschenkt? Wenn ja, dann sagt doch mal, egal ob es jetzt Blumen waren oder was selbstgemachtes oder wie in meinem Fall eine Tasse. Ja, ich habe meiner Mutter eine Tasse geschenkt mit ihren Lieblingstieren drauf. Elefanten, Leute. Das sind Elefanten. Da war halt so ein Mutter-Elefant drauf und ein Söhnchen-Elefant und dann war da noch ein netter Spruch drauf von wegen, ja, du bist die beste Mutter der Welt. Und hat sich meine Mutter bestimmt drüber gefreut. Ja, ja. Ich wollte dir keine Blumen schenken, weil Blumen bedeuten Arbeit und jeder, der Blumen verschenkt und damit Arbeit verschenkt, ist ein Sadochrist. Nennt man das so? In meinen Augen. Nein, Quatsch. Aber wer Arbeit verschenkt, ist doch trotzdem dann. Was soll denn das, Leute? Was soll denn das? Nein, aber eigentlich, ich habe einfach nur in letzter Zeit viel zu häufig Blumen verschenkt, dass ich nicht schon wieder Blumen verschenken wollte. Deswegen wurde es diesmal eine Tasse mit einem schönen Spruch drauf. Aber ja, sagt doch mal, Leute, was ihr eurer Mutter geschenkt habt. Und was auch noch war, weil meine Oma scheint ja auch die Mutter meiner Mutter zu sein. Bei der waren wir dann gestern den ganzen Tag. Natürlich mit Sicherheitsabstand, Leute. Ist klar. Und da hat meine Mutter dann aber Lasagne gekocht, also selbstgemachte Lasagne. Und da war tatsächlich mehr Gemüse drin als Fleisch. Also ich bin kein Veganer, ich bin doch kein Vegetarier, auch wenn ich das schon mal ausprobiert habe. Dafür mag ich Fleisch einfach zu sehr. Aber in dieser Lasagne, die ja nun mal eigentlich zu, keine Ahnung, 70% aus Fleisch besteht, war tatsächlich mehr Gemüse drin. Aua, Newt, was soll das? Ich dachte, wir sind Freunde. Als Fleisch. Ich glaube, da waren so 500 Gramm Hackfleisch drin, aber 600 Gramm Gemüse. Also ich glaube, da war ganz viel Tomaten drin und Lauch, Knoblauch war da auch drin und Karotten, ganz viele Karotten, aber so klein gemahlen, dass man die gar nicht so bemerkt hatte. Also sie waren dann eine homogene Masse mit dem Hackfleisch quasi. Das war richtig lecker. Und am Ende war das dann halt mehr Gemüse als Fleisch. Aber ja, leckere Lasagne. Erzählt mal von eurem Muttertag, Leute. Das wird mich interessieren. Vor allem, wenn ihr was Selbstgemachtes gemacht habt. Und apropos Gemüse, Leute. Ich bin jetzt ein Bauer, Leute. Ich bin ein Radieschenbauer, bin ich jetzt. Ich habe mir ein Hochbeet gekauft. Und Radieschensaat. Und, also Radieschen, weil ich mag Radieschen jetzt nicht so gerne. Aber Radieschen sollen sehr ergiebig sein. Und selbst wenn man keinen grünen Daumen hat, so wie ich, sollen Radieschen sehr, sehr einfach zu züchten sein. Und die sollen auch sehr schnell sprießen, sodass man die dann schnell ernten kann. Und deswegen habe ich mir Radieschensaat geholt. Und das Beste, Leute, wenn man die einmal geerntet hat, dann kann man die Saat daraus nochmal verwenden. Wo auch immer neue Saat aus Radieschen kommt. Sind die in den Radieschen drin? Ich habe gar keine Ahnung. Landen die einfach daneben? Wie ist das bei Radieschen? Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man die dann, glaube ich, bis zu 4-mal wiederverwenden. Warum auch immer nur bis zu 4-mal, das kommt noch nicht so ganz in meinen Kopf rein. Weil nach jeder erfolgreichen Ernte sollten doch eigentlich neue Saaten da rauskommen, oder nicht? Also so rein laut meiner Logik, sodass man sich dann Ewigkeiten mit Radieschen vollfressen kann. Das wäre mein Traum, Leute. Nur noch von Radieschen ernähren. Aber ja, das mache ich gerade. Bin also unter die Bauern gegangen. Wenn ihr dann mal einen Bund Radieschen braucht, kommt zu mir. Ich mache euch einen fairen YouTuber-Preis. 5 Euro pro Radieschenbund, Leute. Nur für euch. Abonnentenpreis. Nein, Quatsch.
Aber da bin ich mal sehr gespannt. Ich habe noch nie irgendwas im Garten gemacht. Weder eine Blume irgendwie gezüchtet oder halt Radieschen oder sowas angebaut. Nicht mal irgendwie Kräuter habe ich auch nie angebaut oder sowas. Bin ich mal sehr gespannt, wie das wird, wie das schmeckt, ob das in viel Arbeit ausartet, ob ich das hinbekomme, ob ich es wohl hinbekomme, ob meine Radieschen dann doch eingehen. Ich glaube, da habe ich ein grünes Händchen für. Ich habe das schwarze Händchen für grüne Sachen. Dass das alles kaputt geht. Aber vielleicht ja nicht. Kann ja mal ganz interessant werden. Ich halte euch auf dem Laufenden, Leute. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ich finde diese Waffe so unglaublich doof. Kannst du mir mal irgendwas besser... Was ist das denn hier? Feuerballwerfer? Eine Kugel, einmal vier Schaden. Okay. Tut die mir auch selber weh? Weil Sachen, die mir selber wehtun, mag ich nicht so gerne. Ach komm, Feuerbälle werden mir schon nicht wehtun, oder? Solange die nicht explodieren oder sowas. Oh boy. Feuerbälle. Ah, okay, die treffen die so häufiger. Oh Gott. Die Sache ist, ich bin mit dem nächsten Hit leider tot und ich kann mich leider momentan auch nicht heilen mit irgendwas. Das ist richtig dumm, dass ich so viele Artefakte habe und die auch gerade nicht abgeben kann oder will. Sehr, sehr doof, aber mir gefällt diese Waffe. Guck mal, die trifft häufiger, die verbrennt die so richtig. Nice, I like these. Burn it all down. Oh boy, ob ich diesen Raum überlebe? Ich weiß ja nicht. Zieht mir vor allem alles zwei Leben ab? Oh Gott! Also der zieht mir auf jeden Fall zwei Leben ab. Ah, bitte lass mich gehen! Nee, bitte. Aber tun diese kleinen Dinger mir auch zwei Leben abziehen? Also diese goldenen Dinger da, wenn sie treffen? Ich hoffe nicht. Ich bin gerade ein bisschen überrascht, dass ich das bisher überlebt habe. Ich glaube, ich werde hier nach auch zum Boss gehen. Ich kann mich ja halt sowieso nicht heilen. Deswegen bringt das gar nichts, dass ich das hier so herauszögere. Ich mache mir einfach nur den zweiten Boss schwerer, den ich sowieso mega hasse. Oh boy. Auch dringend wieder mehr Übung in dieses Spiel. Oder Koop, dann kann ich mein Nicht-Skill zumindest auf den Koop-Partner niederlassen. Oh, er hat nur ein Ding. Das heißt, er kriegt viele Leben, Schaden, ich aber auch. GG. Here we are again. Aber diesmal hat er drei Dinger, scheiße. Oh nee, aber ich hab dieses Mal ein bisschen ausgewählter ausgesucht, welche Artefakte ich jetzt mitnehme. Und ich habe meiner Meinung nach auch eine bessere Waffe. Und auch eine bessere Fähigkeit, nämlich diese Fähigkeit, die mich für 3 Sekunden unverwundbar macht. Die ist bei diesem Gegner ganz besonders gut und ich mag diese Doppelwaffe auch richtig gerne. So wenig Damage machen wir ihn jetzt auch nicht. Na, geht eigentlich. Wir brauchen trotzdem mindestens 4 Anläufe, um ihn zu vernichten. Ich hasse diesen Gegner, ohne Witz. Aber ich will jetzt nicht vorschnell verlieren. Ich hoffe... Toll, scheiße, ich muss mich ja nach dem Boss hier... entscheiden, in welche Richtung ich gehe. Ob rot oder gelb. Und wo ist denn jetzt das Verlies? Ist das Verlies sowohl als auch in beiden Richtungen? Das wäre komisch, aber fair. Oh Gott. Oder ist das jetzt nur im gelben Bereich oder nur im roten Bereich? I don't know. Wann kommt denn bitte das Verlies? Wie lange muss man denn da ausharren? Okay, ich habe mal im Wiki nachgeschaut. Das Verlies ist tatsächlich nach dem gelben oder roten Gebiet. What the fuck? Da ich nicht weiß, was der rote Boss macht, wir gehen den gelben Weg, weil sonst schaffe ich das ja auf gar keinen Fall. Im gelben Gebiet weiß ich wenigstens, was die Gegner machen und was der Boss macht. Den Boss hier mag ich auch nicht, aber ich glaube, der Boss im roten Gebiet ist noch viel schlimmer als hier. Da ist die Truhe im Shop, Leute. Die ist doch im Shop. Guck mal, die ist anscheinend einfach random da. Also entweder sie ist wirklich random da oder die ist jetzt da, weil der Verkäufer nicht da ist. Auf jeden Fall ist hier diese Truhe. Und die lassen wir jetzt zu, weil dadurch kriegen wir eine neue Fähigkeit. Tight, 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 tight. Aber anscheinend jetzt noch nicht. Anscheinend erst am Ende des Runs. Das ist doof an diesem Spiel, ne? Dass man das immer erst am Ende des Runs bekommt und nicht sofort. Bisschen merkwürdig, muss ich sagen. Aber wenn die Entwickler das für gut empfanden, dann empfinde ich das auch für gut. Ja, ja. Die russischen Entwickler, Leute. Ich meine, die haben mich ja quasi eingekauft. Ich habe ein T-Shirt von denen geschenkt bekommen. Klar, es war ein Contest, aber irgendwie haben die mich eingekauft. Das heißt, ich muss jetzt nett sein und alles für gut empfinden, was die Entwickler hier gemacht haben. Naja, was geht sonst so in meinem Corona-Life, Leute? Ich habe jetzt ein Puzzle angefangen mit 1500 Teilen. Richtig spannend, Leute. Das habe ich zu meinem Geburtstag letztes Jahr geschenkt bekommen. Und jetzt fange ich es endlich mal an, weil warum nicht? Das ist ein Greatest Showman Poster mit einem Spruch drauf von wegen... Warte mal, was stand drauf? A million dreams for the world we're gonna make. Mit Hugh Jackman, Leute. Guckt ihn euch alle an. Das ist der beste Film aller Zeiten. Vor allem für Weihnachten und so diese weihnachtliche Zeit. Ein sehr guter Film. Ist eine Art Musical.
wo es um die Geschichte des Zirkus geht. Also wie der erste Zirkus entstanden ist und bliblablub. Aber halt in Disney-mäßig, naja, mehr oder weniger Disney-mäßig, ist halt nicht animiert, sondern mit Real-Life-Akteuren. Und halt Musical mit Hugh Jackman. Sehr schöner Film auf jeden Fall. Guckt ihn euch an. Und da habe ich jetzt einen Puzzle angefangen mit 1500 Teilen und habe erstmal die erste Stunde damit verbracht, die zu sortieren, die ganzen 1500 Puzzleteile. Das heißt, ich hatte alle 1500 Teile. Scheiße, ich glaube, ich sterbe hier. Ich darf 10 Sekunden nicht angreifen. Mega gut. Aber die Puzzleteile zu sortieren. Und habe mich bemüht, alle Eckteile rauszubekommen. Und habe dann die nächsten 2 Stunden damit verbracht, die Eckteile da zusammen zu duddeln. Und anscheinend fehlen da immer noch welche und das macht mich sehr, sehr traurig. Und vor allem, ich habe einfach eigentlich gar keinen Platz dafür. Fuck you. Aber guck, wir haben Auslöser bekommen. Fähigkeit. Weil wir diese Truhe zumindest nicht mitgenommen haben. Mann, ich hätte nur noch den besiegen müssen. Das war ja nervig, dass ich 2 dieser Bolzen mitgenommen hatte. 10 Sekunden konnte ich nicht angreifen, wenn ich einmal getroffen werde. Richtig schlecht. Okay, was ist die neue Fähigkeit? Ich muss sie mindestens einmal aufsammeln, um zu wissen, was es macht. Okay, dann haben wir halt heute 2 neue Sachen freigeschalten. Eine neue Fähigkeit, von der wir nicht wissen, was sie macht. Und ein neues Artefakt, das macht, dass wir doppelten Schaden bekommen. Super, oder? Da waren wir doch sehr erfolgreich. Diese Fähigkeit werden wir früher oder später sowieso noch irgendwann erfahren. Und den Rest machen wir dann irgendwann anders. Toll. Gut, das war's dann aber mit der Folge heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, lasst ein Like da und ein Abo, wenn ihr keine weiteren Folgen mehr verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.